Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Ja, moin, hallo Mutti. Nein, einfach nein. Ich bin aus der Mutterschaft wieder raus. Was kann man dagegen tun? Das verstehe ich immer noch nicht, dieses System. Es gab auch ein Update, aber ich weiß nicht, was es. Wie geht's dir denn, Dennis? Ich weiß nicht, was das Update beinhaltet hat, ehrlich gesagt. Das war auch ein minimalistisches Update. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn es dann mal nicht regnet, fangen wir an, Gehege zu bauen heute. Ja, erstmal kurz im. Du hast keinen Bock auf zu Hause. Ist Finn da oder weswegen? Wir gucken erstmal in den Tunnel, weil gerade ist Arschwetter hier. Da sieht es auch nicht besser aus. Der Jens ist günstig, aber der ist auch schon älter. Ich brauche noch weiße Esel. Immer noch. So, gucken wir mal, was heute geht. Aha. Direkt kaufen. Uns fehlt ja noch weiß in weiblich. Und das fehlt uns auch noch. Kaufen auch direkt. Ja, wir können auch mal Glück haben, ne? Was ist denn hier los? Kaufen wir auch. Ich will jemand, der das günstig alles hier reinstellt. Das kaufen wir auch noch. Und jetzt sogar bessere Werte. Schade, dass da nicht noch mehr drin sind. Die ist schon wieder zu alt. Ha. Das ist aber war ganz gut. Das ist toll. Ach so. Was ist los mit Grey's Anatomy? Stopp. So, dann müssen wir das jetzt ändern. So, das sieht doch schon mal wesentlich besser. Okay, da haben wir zwei Weibchen. Ich muss mal gucken, was wir jetzt im Inventar haben, was nicht. Die hat uns auf jeden Fall noch gefehlt. Ich glaube, wir hatten schon alle Ziegen weggepackt. Außer die Weißen. Aber den Rest schon. Ah, da machen wir doch mehr Gehege, ey. Sehe ich schon. Vielleicht haben wir heute mal mehr Glück mit dem Esel, weil das ist nicht so geil, was hier passiert. Das ist das Schwein. Weil die halt Bronze ist, ne? Was machen die denn da auch mit ihr? Hallo, so geht das nicht. So. Ist manchmal so, Dennis, ne? Und was willst du machen jetzt? Oh, das nervt. Also, wir haben ja das Problem. Hab Nudeln gegessen. Das. Ja, ich habe Nudeln gegessen. Die nicht so gut zusammen waren. Ach, pff. Ich finde das so scheiße, dass man die nicht mehr freilassen kann. Was soll denn das? Was ist, wenn wir jetzt mit denen machen? Das könnte man eigentlich riskieren, dass das ins. Das waren ja die beiden Eltern. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Das ist das Problem. Ich habe eigentlich gedacht, hier kommt ein super Wurf raus, aber war nicht so. Und das ist absolut Kacker hier. Okay, gut, dann machen wir das jetzt so. Scheiß drauf. Wir packen die Ophelia rein und den Javon. Was ist mit dem hier? Moment. Warum wird der nicht angezeigt? Aha. Dennis, was machst du denn jetzt? Auswand. Ja, sehe ich auch so. Da bin ich doch dabei. Da, 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 da. Viva Colonia, ist auch nicht schlecht. Sogar besser. Die haben sowieso ein zu viel, also machen wir das mit Kirian. Scheiß drauf. Wir können ja mal darauf hoffen, dass da vielleicht ein goldenes Baby rauskommt. Weil das andere war halt echt Arsch. Und wir brauchen noch mehr Weiber. Die Weißen wollte ich da jetzt ja nicht drin vermischen, ey. Ab in den Urlaub. Ach, Dennis.
dachte, du rufst gestern noch mal an. Hat er mich nicht angerufen. Wie immer. Er hat mich wieder alleine gelassen. Der Dennis. Das ist auch so ein Drama hier, ne? Wo sind eigentlich die schwarzen Hochlandrinder? In weiblich. So, warte mal, ich will einmal noch mal gucken aus Spaß. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber das werden wir als nächstes, was wir, nee, siehst du. Das bauen wir als nächstes. Ja, ich weiß, dass sie Nachwuchs haben werden, das haben wir schon mal jetzt gesagt. So, jetzt haben wir wieder nur noch Männer hier, ne? Brauchen halt kein schwarzes Männchen. Wir haben, glaube ich, auch schon zwei im... Ja, Sussexon, das wissen wir. Wir haben auch schon, glaube ich, zwei im Lager. Warte mal, wir gucken mal kurz. Hausziege. Schwarz, fehlt uns ein Weibchen. Beide, also eigentlich beide Fremdtiere fehlen uns. Oh, das ist sogar Frontier, ne? Ja, hier Frontier. Tatsächlich. Es sind die ganze Zeit immer nur schwarze Ziegen in männlich da. Aber nicht weiblich. Sind das alles Frontiertiere? Nee. Habe ich einen davon Frontier gekauft? Wäre interessant, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ja, hier geht's jetzt ab mit der Inzucht, ne? Ja? Was hast du davon, Dennis? Mach doch mal heute. Scheinbar scheint das ja auch allen nicht zu stören, dass sie hier alle wild rumbumsen. Insofern, scheiß drauf. Wir züchten ja mit Hühnern nicht, also insofern, wen juckt's? So, das sind die Esel immer noch. Wir gucken mal kurz bei der Forschung. Also das Schwein hat man auch in die Forschung gemacht. Ja, das läuft alles okay, wunderbar. Finanzen habe ich gestern auch gemacht. Da habe ich auch wahnsinnig die Krise gekriegt. Gucken wir mal, was da passiert ist. Oh, okay, Chloe. Ach nee, was soll denn das schon wieder? Also entweder wir haben Pech oder ich weiß auch nicht. Das kann es doch nicht sein. Warum war die Anzeige gerade so komisch? Ach so, doch ein Männchen, okay. Ist ja auch Bronze. Was soll denn das? Wir haben extra das Pärchen genommen mit den besseren Werten. Ja, wohl gerade sagen, ey. Ich meine, wir brauchen ja nur zwei, ne? Gar keine Wertung. Willst du mich verarschen? Und dann kannst du es noch nicht mal... Ach, hör auf, ey. Also in diesem Zoo ist wirklich, also weiß ich auch nicht, wir machen doch die besten Bedingungen. Von Bremen nach Wien. Aber da kann man doch auch mit dem Zug fahren, oder nicht, Dennis? Das finde ich immer gut. Sag mal, Dennis, jetzt gerade, wo du da bist, ne? Wir wollten ja auch nochmal sprechen wegen Wochenende. Wann wolltest du denn jetzt eigentlich kommen? Weil dann ist doch eigentlich nur Freitag kommt doch in Frage, oder? Weil wenn, also die Thematik hier mit dem Bahn, weiß ja, ist ja erst ab 18. Und 18. ist so, glaube ich, Freitag, ne? Ja, nee, Samstag meine ich, Entschuldigung. Wollte gerade sagen, ich habe das schon erhöht. Gut, dann geht's jetzt weiter, würde ich sagen, ne? Ich bin dafür, dass wir jetzt hier das nächste Gehege machen. Wir könnten natürlich auch hier gehen, ist eigentlich scheißegal. Wir machen jetzt Hausziege und Alpaka. Guck mal, was mehr Fläche braucht. Einmal rechts und einmal links. Weil wir haben da eh so viele Gehege, also geh doch mal weg da. Die süße Hausziege. Wahrscheinlich 390. Ah, ich glaube, die brauchen mehr Platz. Gäste können interagieren wieder. Okay. Alpaka. Warte, ich lese. Gäste können interagieren. Sehr gut. Also beides wieder. Ja. Also okay, gut. Dann machen wir die Alpakas hier hin und die Hausziegen hier hin. Weil
Hier ist ja weniger Platz. Ach so. Ach so. Ah, okay. Ja, aber von Basel kannst du doch bestimmt mit dem Zug nach Wien fahren. Ja, mit dem Zug fliegen. Ist schon klar. Ja, das muss ich definitiv auch tun am Freitag. Weil vorher schaffe ich es nicht, einkaufen zu gehen. Aha. Warte mal, wir hatten doch an welchem hier war das, ne? Das war das auch klassisch? Ja. Bei Planet Zoo gibt es ja nicht so wirklich, ne? Das ist Neue Welt. Ostasisch. Metall. Doch, hier Planet Zoo. Oh ja. Das ist ein bisschen groß, ne? Aber sieht geil aus. Nee, ich mach den mittleren Wert. Vielleicht haben wir ja gleich die Schweine, wo wir das auch placen können. Mal gucken. Du kannst ja auch noch entscheiden. Ich meine, du musst ja nicht kommen, Dennis. Das ist ja, liegt ja bei dir. War nur eine Idee, dass das der einzige Tag ist, wo es dann so eigentlich ganz gut wäre. Weil, wie gesagt, wenn die Strecke dazu ist, du weißt, was ich meine. Ich will sie jetzt nicht über mein Ort reden. Dann ist Kacka. Weißt du selbst. Brauche ich ja nicht zu erklären. Der Ball, der jetzt runterkollert. Ja, ja. So. Ich finde, die Alpakas haben mal verdient ein bisschen Stroh. Ich glaube, das passt besser zu denen. Und dann machen wir, glaube ich, auch erstmal den Strom, ne? Das wäre auch mal so schlau. Und die Bänke und so. Ach so. Ach, deswegen meinst du? Ja, dann ist ja ganz kacke. Oh. Ich kann nichts dafür, dass die Bahn nicht fährt am. Ich stehe da auch vor der Herausforderung nächste Woche. Und ehrlich gesagt, mir fällt gerade nichts anderes ein, weil ich glaube, der Schienenersatzverkehr. Also der eine Bus, du weißt ja, von mir bis nach. Ich nenne mich kürzer mal ab mit B. Der fährt eine Dreiviertelstunde. Und ich glaube, der Schienenersatzverkehr, das wird nicht schneller sein. Ich habe so das dumpfe Gefühl. Es wird richtig Arsch. Es wird so Arsch werden. Ja, aber man kann ja eh nichts dagegen tun, wie es immer so ist. Es ist alles Arsch. So Arsch. Und das eine Woche lang ist Arsch. Dann mache ich auf jeden Fall den Strom. Ich habe bisher auch noch nicht, da müssen wir mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Ich habe bisher noch nicht geguckt, was die Bildung betrifft, ne? Weil wir haben weder Bildungstafeln mal gemacht, um mal zu gucken, was passiert jetzt so, weil es mal was anderes ist. Wir haben weder Bildungstafeln gemacht, noch haben wir diese Spielgeräte für Kinder gemacht. Wir haben beides mal ausgelassen, um zu gucken, wie es wird. Ja. Viel Spaß, Dennis. Mach keinen Unsinn. Ja, beim Trinken einkaufen auch nicht wirklich, ne? Gut, sag mal, wie ist der Ton eigentlich für euch? Weil es für mich so laut ist. Auf zu nerven, mir blockiert da. Der Alpakas. Also wir brauchen jetzt ja nur noch nach drei Tieren zu gucken. Immer noch der Esel, das Hochlandrind. Ach, du nervst, da ist uneben hier, oder was? Dann nicht.
Hochlandrin schwarz, Ziege schwarz und weiß weiblich. Also, ja, ich sag, das ist immer das Weiblichkeitsproblem. Wir brauchen alles in weiblich. Genauso wie den weißen Esel, auch weiblich. Als wenn davon irgendwie mehr gezüchtet wird, ich verstehe es nicht. Bei mir ist es nicht immer so, also ich kann es nicht sagen. Mal ist der Wurf so, mal ist der Wurf so. Weil wir haben jetzt ja bei den Schweinen gesehen, da sind ja auch sehr viele Mädchen rausgekommen und nur ein Junge. Aber vier Babys auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben. Ich meine, hier steht mehr als genug Essen. Da kommt schon wieder nicht zugange. Mhm. Der Esel-Part, das ist gut. Wie immer eigentlich, ne? So, also wäre ich wie so ein Gestörter ständig nachgucken. Aber eins zählt nicht. Also wir haben noch keine im Lager. Wir könnten Männchen wegpacken, aber es ist nur eins. Da muss ich dann nochmal meine Striche machen. Wir brauchen ja auch noch eins fürs Gehege, ne? Das Braune habe ich jetzt erstmal nicht mit hinzugezählt. Draufgeschissen. Wenn wir Platz haben, dann machen wir da noch ein Gehege. Erstmal die drei wichtigen Farben. Schwarz, weiß und braun. Ganz schön windig heute, ne? Heute soll es sehr warm hier werden. Ist es jetzt auch wahrscheinlich schon mit 22 Grad. Für mich ist es immer noch kalt. Aber es ist auch sehr windig. Sehr, sehr windig. Ich überlege, ob ich den Jens noch mit dazu kaufe. Aber es bringt mir auch nichts. Der ist erstmal... Nee, eine Wende bräuchten wir eher Weibchen. Aber auch da ist wieder... Ach, Gürkchen ist da. Auch wieder da ist nichts im Shop. Wie geht's dir, Gürkchen? Wo war denn das nochmal? Ich dachte, da gibt es so einen Knopf. Okay, dann scheinbar nicht. Gut. Mhm. Striche. Prost, ist mein Kaffee. Und dann kommst du zu mir. Ja, ich kenne dich schon. Charmant, wie immer. Meine Zuschauer sind ja immer sehr charmant. Kenne ich ja schon. So, rein tödlich wäre hier jetzt. Doch, das Gehege ist auch noch mit drin. Ach, scheiße. Ich sehe da oben so ein bisschen das Problem. Ich versuche natürlich so weit rauszugehen. Ich überlege, ob ich das ins nächste Gehege mache. Aber dann ist wieder da so ein bisschen... Wofür mache ich das eigentlich? Ach so, für die Schilder. Ja, ich habe gerade wirklich überlegt, wofür ich das mache, ne? Weil wenn wir da keine... hier muss ich was hinpacken. Wegen hier. Weil immer ganz im Ernst, wenn ich da keine... hier, wie heißt das? Keine Bildungs- und Tafel und nichts habe, weißt du? Hm. Aber ich muss ja. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja. Warum macht er dann nicht gleich Mitarbeiterwege dran? Oh! Kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich überlege gerade, wie ich den Weg hier überhaupt mache. Weil wir wollen ja hier Gästeinteraktion auch haben. Und am besten ist ja eigentlich immer von A nach B, ne? Nicht die allerletzte, da habe ich ja Glück gehabt. Ich jammer immer. So kennt man mich. It's a me, it's a Jammer-Tante. Ich überlege, wie beim Sussex-Huhn, hier einen Weg zu machen und hier einen Weg zu machen. Zwei, aber ist ja nicht schlimm.
Ich mache auch, glaube ich, erstmal die Wege, sonst scheiße. Aber sonst alles gut? Wetter bei dir ein Träumchen? Ja, eigentlich. Oh, noch, nein, man will das jetzt nicht so sagen, aber eigentlich kann man sagen, wo ist das Wetter eigentlich scheiße? Eigentlich ist es im Moment überall, glaube ich, gut, ne? Glaube ich. Aber wissen tue ich es nicht. Dann gehen wir hier wieder zurück. Ja, so finde ich es gut. Ist mal was anderes. Ich denke mal, hier machen wir dann auch den Gehegeeingang. Aber Wind, ne? Ja, bei mir ist auch nämlich so viel Wind. Also heute soll es arschwarm werden. Weiß nicht, es sind gerade 22 Grad, aber für mich ist ja Winter. Also insofern. Oh, ob das nicht so falsch war? Mal gucken. Weil wenn der Wind so doll ist, dann fühlt sich das auch nicht warm an. Der Wind ist immer noch eisig, warum auch immer. Wie konnte das passieren? Es ist noch kein wirklicher Sommer für mich. So, was wollte ich jetzt machen? Das weiß ich auch wieder nicht mehr. Was wollte ich jetzt machen, Göckchen? Oh. Ja, das ist leider so. Das stimmt, da hast du recht. Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Mehr Nachteile als Vorteile, sagst du. Ja, aber ist ja auch so, ne? Also bei 30 Grad habe ich hier zumindest schön kühl, ne? Kann man so oder so sehen. Muss das mehr gerade machen, weil sonst habe ich Probleme mit dem Zaun. Das ist kacke. Mit dem Weg kann ich ja immer noch so gehen. Um den Berg herum. Ja. Und dann so raus. Würde ich jetzt mal so sagen. Sussex-Huhn. Die Sussex-Hühner, da geht was. Ein bisschen Inzucht ist nicht schlimm. Nein. Was machst du denn da? Ich will doch nicht auf die andere Seite. Hallo. Ich will auf die Seite. Er springt immer automatisch hier hin. Moment. Probieren wir es mal so. Aha. Er geht nicht an den Weg ran. Da muss ich erstmal das placen. Da haben wir wieder das Problem. Gelände abflachen. Ach ja, es ist immer wieder schön auf Pläne zu. Warum geht's jetzt nicht? Habe ich jetzt Gelände abflachen mit drin gemacht? Nein. Aha. That's the problem. Aha. Warum nicht gleich so? Das ist immer wieder nervig. Warum denn? Also, sorry. Moment. So ein Arsch, ey. Ja, wenn man weiß, wie man es umgeht, dann geht es mit den Wegen hier. Am Anfang kam ich in Struggle, habe andere gefragt. Weizentotem spielt ja auch schon lange nicht mehr das Spiel, der hat sich auch nicht gemeldet. 31er alle. Aber ja, wenn man weiß, wie, dann weiß man ja das Problem zu umgehen. Man muss nur wissen, wie. Dann kommt man auch dahinter. Also eigentlich brauche ich bei den Sussex-Hühnern ja fast gar nichts mehr zu tun, wenn sie sich jedes Mal selbst reproduzieren. Na, dann bin ich mal gespannt, was vom Baby rauskommt. Ehrlich ist das. Ich bin am Überlegen, ob ich die Schweine nicht rauspacke. 3,2, die werden ja eigentlich ein bisschen älter, ne?
Ist dein Balkon so groß, dass man da so viel fegen muss? Warum fegst du nicht selber, faules Schwein? Siehst du, da wären wir bei Schwein. Fauler, sag du. Das Einzige, was ärgerlich ist hier, dass mit diesem neuen Update irgendwie, du kannst die Tiere nicht mehr freilassen und kriegst dann keine Blätter mehr dafür. Ich glaube, die sind schlau. Die haben gedacht so, aha, so viele Leute machen das. Und daher, das beeinflusst natürlich den Handel. Wenn du einen Zoo machst, obwohl ich das wieder kacke finde, dass sie da so einen Einfluss drauf haben. Wenn du einen Zoo machst mit nur Tiere, die du immer ständig freilässt, verdienst du ja auch Blätter. Aber ich finde es kacke, dass sie das quasi da einen Strich durch die Rechnung machen. Was ist denn daran so schlimm? Oh, die sind jetzt schon erwachsen gleich? Interessant. Ja, das finde ich ein bisschen kacke. Das ändert so ein bisschen die Thematik. Aber das mit Wegen ist auch nichts Neues. Immerhin funktioniert so einigermaßen schon der Handelsverlauf. Kriege ich ja Herpes, wenn ich das sehe schon wieder. Weht der Wind weg? Aber warum soll ich fegen? Bin hier nicht deine, ne? Also, na, hör mal. Warum jetzt auf einmal? Ich meine, ist ja kein Problem, wir können es ändern, aber es ist doch nervig schon wieder. Was soll das? Wir verschieben das jetzt mal einfach alles hier ein bisschen, weil das nervt. Mach doch schon extra immer so weit, dass es da keinen negativen Einfluss hat. Denke ich zumindest immer, dass ich das tue. Hä? Hör auf damit. Ja, guck mal, dann können wir das doch wesentlich weiter hier hinschieben. Juckt auch niemanden. Warum hast du da jetzt wieder keinen Mitarbeiterweg? Oh ja, ja, wir fragen nicht. Das Problem ist, wenn ich dieses Gelände abflachen mit drin habe. Also die Thematik ist so, wenn ich das ändere und dann wieder normal mache, dann ist Kacke. Ah nee, was mache ich denn da? Hier, Gras. Weil dann kommt es nämlich zu Problemen beim Bau. Ab in den Bau. Ab in den Urlaub. Oh, da hätte ich jetzt auch nichts gegen, ey. Also nicht wegen des Wetters, weil Wetter ist hier schön, da kann man nichts sagen. Ah, nee. Mach ich lieber ein bisschen länger. So, wo ist meine kleine Naomi? Ich sehe doch, dass du geschrieben hast. Ist immer so, wenn ich gerade mit Stream anfange, ne? Aber sonst, Gürkchen, hast du keine Probleme, oder was? Na dann. So, was mit den Schweinen? Die Schweine werden ja jetzt gleich... Ah, sind die schon erwachsen, oder was? Nee, ist noch Jungtier. Oh, ich habe sie mir noch gar nicht richtig angeguckt. Das muss ich eigentlich auch mal tun, ne? Guck mal da. Jessie im Gehege. Schweine sind so süß. Sind zwar nicht meine Lieblingstiere, aber sind auch sehr süß. Sehr emotional, vor allen Dingen sind Schweine. Du wirst eingepackt. Und du auch. Ja, komm, die auch. Aha. Chloe ist schon Sienna. Sienna ist auch die einzig goldene, ey. Hallo, ich wollte Sophia. Das ist halt kacke. Jetzt kannst du zum Beispiel, Sophia hat ja null Wertung. Die würde ich jetzt nicht behalten. Aber die kannst du jetzt nicht freilassen für Blätter. Das finde ich so scheiße. Was soll denn das? Warum machen die immer wieder sowas?
Ja, da müssen wir gucken jetzt. Also ich werde das auf jeden Fall notieren. Wir können das eine Schwein schon mal wegpacken auf jeden Fall. Aber den Rest ist halt Müll, ne? Und ich glaube, auf dem Tiermarkt kriegst du dafür auch nichts. Ich meine, was soll ich denn aus so einer schlechten Tiere verkaufen? Da kann ich sie auch freilassen, eigentlich. Ist heute aber auch wenig im Shop. Das ist schon wieder, das ist unmöglich. Nee, sowas mache ich nicht. Da bin ich mir dann doch zu nobel für. Ja, aber nein. Komm, machen wir, der ist Bronze, ne? Machen wir 40. Und Chloe auch. Die Werte sind ja nicht so schlecht. Wenn sie jemand haben will, weg damit. Nein, ach so. Nein. Die lasse ich definitiv. Und da gibt es auch noch so wenig Kohle dafür. Also das finde ich frech. So, die eine packen wir ins Lager. Da haben wir dann schon mal eins weg. Ah, hier mal mit euren Schnitzel. Schweine sind niedlich. Nichts damit Schnitzel. Welche waren das jetzt? Ach, hier. 750er Wertung. Ja, okay, tja. Gut, weiter geht's im Verein hier. Ich wende dich dann nach 2 Stunden. Ja, das Problem ist wirklich, ey, ich penne jedes Mal ein in der Sonne und dann Sonnenbrand vorprogrammiert, logischerweise, ne? Was ist denn da los? Achso. Gut, weiter geht's im Gehege. Wieso konnte man da früher drauf reiten, auf den Schwein? Ich glaube nicht, dass sie es so gerne mögen. Mich wundert es immer noch, aber hier ist ja nichts logisch. Ich hinterfrage das auch nicht mehr. Gut, weiter geht's. Eigentlich ist das ziemlich ähnlich bei allen, ne? Von den Futterspende-Sachen. Na, liegt natürlich am Weg. Ach so, warte mal, bevor wir es gleich vergessen, weil... Ja, nerv nicht. Das kenne ich doch, das vergesse ich nachher wieder. Also seitdem aber auch die Spendenbuchsen im Gehege sind, werden die draußen, glaube ich, gar nicht mehr bedient, ne? Teilweise vielleicht. Wir haben so viel Miese gemacht die letzte Zeit, ne? Oh, oh. An Blättern zumindest. Naja, wen juckt's? Wen juckt's? Ist wirklich so. Wer braucht schon viel Blätter? So, weiter geht's. Ach, mein Gürkchen. Ich weiß auch gar nicht, was ich dir für eine Beschäftigung geben würde. Ich weiß gar nicht, was wir hier überhaupt mit der Bepflanzung machen. Das ist schon wieder das Gleiche, ne? Ja, okay, gut, dann wissen wir ja, wo wir uns jetzt dran orientieren können. Wir werden auf jeden Fall die Bäume nehmen, die wir abschüssig gebaut haben, weil wir da ja wissen, aha, ja, die können wir benutzen und gebrauchen vor allen Dingen. Ich mache richtig viel, weil die sind ja eh immer am Rumjammern. Sie haben Hunger, sie haben Durst. Es ist alles immer Hunger und Durst. Schwein, ne? Nee, Esel, okay. Ja, da könnten wir jetzt, glaube ich, schon Essen 3 machen. Wenn wir Pech haben. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht was getan haben, update-mäßig. Dass deswegen jetzt schlechtere Kinder rauskommen, wenn... das Essen vorher irgendwie nicht ganz so qualitativ hoch war. Vorher war es ja nicht so, ne? Da hat man ja immer nur so vermutet. Aber so war, hat keiner wirklich beweisen können. Einer reicht hier.
Ja, es reicht. Schon zu geballert, das Gehege, ne? Von den Alpakas. Oh ja. Hm. Naja, aber da muss ich an Archibald denken. Archibald war so ein kleiner, den könnte man wirklich Hodenkobold nennen. Aber die kleinen Ponys sind ja eh immer sehr zickig. Aber das war so ein Mini-Zwerg, ne? Ich war ja damals noch nicht so alt, also wie alt war ich denn da? Ich weiß es nicht mehr, 13 oder so? Für 10 Blätter. Ach komm, hör auf. Warum dann kein Weibchen? So, und dann ich habe kein Foto. Gerade überlegt. Archibald war auf jeden Fall sehr, 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 sehr klein. Da konntest du dann ab einem gewissen Alter auch, der konnte oder dir durchrennen. Naja, auf jeden Fall, der ist auch steinalt geworden. Wie alt ist Archibald geworden? Ich glaube, der ist über 25 geworden. Für ein Pferd ist das schon, puf, der ist wirklich alt. Und ich weiß nicht, ob er das so geil fand, wenn da Kinder drauf gesessen haben, wo die Beine länger waren als er selbst. Und dann das Gewicht vielleicht auch noch so eine Rolle spielt, ne? Weiß ich nicht, ob das so geil ist fürs Pferd. Nee, muss nicht sein, finde ich. Ach so, wir haben noch gar nicht wegen dem Zaun geguckt, ne? Zumindest habe ich es wieder vergessen. Aber allgemein Alpakas. Ja, das war klar. Grad 2, okay, gut. Ja, wir nehmen sowieso Glas. Also es sei denn, die werden so ein bisschen bei Tieren wird durch kleine Kämpfe festgelegt. Wenn die Tiere jetzt so gern geschützt werden, also, dann mache ich das arme Glas wieder rein. Aber wenn nicht, dann, weil, also das mache ich eigentlich nur bei Bauten jetzt. Ah, okay, man kann mehrere im Gehege lassen. Interessant. 20 Jahre. Die Weißen lasse ich mir nochmal übrig, aber ich denke nicht, dass ich sie benutzen werde. Wir werden mal gucken, weil wir müssen ja ihn eigentlich als Ausgangslage nehmen. Und dann können wir ja nur sie oder sie nehmen, weil die andere packen wir ja weg, scheinbar. Da brauchen wir doch noch Alpakas, sehe ich. Mal so. Ja, ein bisschen wenig, ne? Ich glaube nicht, dass wir, also wir haben es nicht einkalkuliert, glaube ich, da nochmal ein Gehege zu bauen, weil das ist jetzt, die sind sowieso bunt. Also denke ich nicht. Hm, ist okay. Ja, es ist anders, mehr okay. Aber wie gesagt, ich lasse es erstmal üppig. Das ist so wie bei den anderen Farben exzeptionell. Da gucken wir dann mal so. Immer noch nicht gesagt, ob dein Balkon groß ist oder nicht. So, machen wir denn jetzt den Eingang? Dann würde ich hier an der Seite sagen. Passt. Ich habe vergessen, Pipi machen zu gehen. Nein, ich habe es nicht vergessen, aber jetzt muss ich auf einmal. Ich gucke später wegen dem Nachwuchs. Fangen wir an. Achso, ja, Glas. Glassy, glassy. Eigentlich wäre das ja geiler, aber eigentlich können wir das auch machen. Wen juckt's? Wir müssen ja sowieso uns hier anpassen. Generell, wir könnten auch tatsächlich noch mal ein Gehege teilen oder so, ne? Weil wir haben eh mehr als genug Platz. Allein schon, wie groß dieses Gehege ist, obwohl die Alpakas auch Platz brauchen. Aber das reicht für 10 Gehege. Ich baue ja immer zu groß. Da bin ich auch im Überlegen, später. Ich muss mir das nachher mal am Ende angucken, wie viele Gehege ich dann noch zusätzlich bauen möchte, damit das hinkommt mit den ganzen Farben und Tieren und so. Das ist eigentlich unnötig, aber ja, wenn man kann, dann kann, ne?
Jetzt, wo du Pflanze sagst, muss ich lachen. Naomi war gestern da und sie hat uns ihre Sims-Story vorgestellt. Das ist quasi eine Fortsetzung von dem, was sie schon gemacht hatte. Und sie hat jetzt eine Kuhpflanze gemacht. Ich durfte sie auch schon sehen. Ist richtig cool, ey. Die Idee schon alleine finde ich richtig cool. Die Kuhpflanze. Achso, die Größe des Balkons. Ist kein Balkon, ist Terrasse, oder? Hä? Du hast doch einen Garten auch, oder nicht? Okay, das ist krass. Mit Sonnenbrille meine ich. Weil ich wollte gerade sagen, 40 Grad, wen juckt's, Alter? Mich würde das nicht jucken. Aber ich bin auch nicht so ganz normal. Das würde ich jetzt nicht so sagen. So finde ich es besser. Ach so, gar nicht. Was mache ich denn da? Hier ist ja der Eingang. Ja, ist echt so, ne? Das wäre geil. Wenn man dann Geld so einen kleinen Nebenverdienst machen, oh, wie viele würden das machen? Aber ich finde es immer wieder lustig, wie viele Leute, was heißt lustig? Na ja, gut, die haben auch die Arschkarte, ne? Wie viele Leute auf dieses Solarding reinfallen. Wie viele Leute auf ihren Kosten sitzen, das ist so Wahnsinn. Wie viele Firmen die Leute abzocken, ey. Aber wer da noch was kauft, ich meine, da muss man doch zwischendurch mal sowas mitbekommen, oder nicht, wenn man sich informiert, dass das nicht alles so ganz gut läuft. Das verstehe ich dann immer nicht. Informieren sich die Leute manchmal nicht genug oder was passiert da? Weil das muss man doch mal mitkriegen, wenn man nicht fernab vom Mond wohnt, so wie ich. Na, Gökchen? Ich habe letztens einen Bericht gesehen über bei Marktcheck wieder, über die Solartechnik und wie da so eine Familie wieder auf ihren Kosten sitzt und bla bla. Ja, sorry, aber das Problem besteht ja nicht schon seit gestern. Also, wenn man sich da irgendwas andrehen lässt, dann ist man ein bisschen selber schuld, ne? Nee, das kann es doch auch nicht sein. 13. 12? Ja, 12. Ich hatte 8 im Kopf, ja? Dann hättest du es auch gleich mal bei 8 bleiben können, ne? Wir sind eh gleich auf Pause machen, weil wir die Alpakas dann da reinschmeißen. Ich weiß jetzt schon wieder gar nicht mehr, welche ich da reinschmeißen wollte. Alzheimer im hohen Stadium. Weil wenn das Gehege fertig ist, kostet es Geld. Muss ich das jetzt verstehen? Ah. Gott sagen, ey. Wir scheinen schon längst einmal rum. Sorry. Ich verstehe dich absolut, Gürkchen. Ich verstehe es, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hätte da auch keinen Bock drauf. Aber geht es nicht vielmehr darum, ich bin da nicht so in der Thematik drin. Ich hatte einmal drüber nachgedacht, weil ein Kollege von mir ja auch das so empfohlen hat und bla bla mit Gerät und bla. Und er macht das selbst auch mit Strom und so. Da hatte ich überlegt. Aber das Problem ist, ich wohne ja auf so einer Kackwetterseite. Also bei mir ist hier bis, ja, siehst ja, die Sonne ist schon wieder fast rum, bis 12:01. Danach ist sie auf der falschen Seite des Hauses und bei mir ist es sehr ungünstig alles. Deswegen würde ich es nicht machen. Jetzt für mich den eigenen Strom zu nutzen, jetzt zumindest, ne?
Das wäre praktisch, wenn ich da so ein Gerät hätte und dann, ja, Moment, ich komme da schon. Und dann für mich den eigenen Strom nutzen kann. Das wäre schon cool. Aber wie gesagt, lohnt sich nicht hier. Das muss man ja bedenken immer noch, ne? Nee, das geht nicht. Da mache ich lieber nur die Hälfte und gehe so ran. Ja. Und jetzt machen wir auf Pause. Achso, wir haben auf Pause gemacht. Sehr schön. Die Bäume müssen, machen wir zum Schluss. Nacktfotografie. Nicht schlecht. Ja gut, da bin ich gar nicht drin in der Materie und das war ich noch nie und das interessiert mich auch nicht. Deswegen würde ich da nie investieren oder irgendwas tun, weil ich da keine Ahnung von habe. Ich habe mich schon mal versucht, ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen, aber nee, interessiert mich dann doch nicht. Aha. Oh, endlich, danke. Meine Güte. Gut, dann machen wir es so wie vorhin. Tut mir leid, Baby, du musst jetzt alleine klarkommen. Oh. Aber so ist halt am effizientesten, ne? Der arme Baby. Man könnte ja eigentlich auch rein theoretisch, könnte man auch noch andere Tiere mit reinmachen, ne? Aber ich bin da mal ein bisschen zwiegespalten. Wir haben es mal ausprobiert, andere Tiere mit anderen zusammenzumachen. Es geht auch, aber es beherbergt immer Probleme irgendwie. Nee, daher nein. Leider nein. Ich brauche doch nur ein Weibchen. Das ist immer zu viel verlangt hier alles, ey. Mit den Weibern. Da sah es gestern schon schlimm aus. Der Markt, ey. Aha. Ich glaube, wir brauchen noch ein Männchen, ne? Oh. Wenn ich es nicht hätte, okay, gut, aber ich hab's ja. Trotzdem fehlen die Weiber immer noch. Keine Weiber, hier ein Weibchen normal. Mit Scheißwerten. Das verstehe ich nicht. Ich meine, die hat ja gerade vernünftige Inserate gemacht. Warum man da nicht vernünftige Inserate macht? Was soll denn das schon wieder? So, okay. Ich werde das mal kurz notieren, damit das weg ist. Wir haben einmal den Patrick, den Louis und den, dann nehmen wir die zwei. Louis und Louiselle, sie kommen ja nicht von beiden gleichen Zoos. Ach, und selbst wenn. Wir haben es bisher noch nie gehabt, dass wir da Inzucht hatten, weil wir irgendwie ein Problem mit zu wenig Männchen oder Weibchen hatten. Das ging bisher immer, ne? Da wäre der andere Braune ja Stamm D. Ja, tatsächlich. Ah, ja, genau das habe ich nämlich, genau den gleichen Gedanken hatte ich wie du. Bei mir wäre der Dauerläufer eher das Fernseher. Ah, okay. Echt? Interessant. Ja, aber wenn du dadurch kein Geld zahlst, macht es dann nicht trotzdem mehr Sinn? Ist jetzt mal so eine Frage. Ich bin, wie gesagt, ich bin da nicht so in der Thematik drin. Ich habe schon wieder 147 Tiere drin. Bin im Moment zu faul, in den anderen Zoos reinzugehen und da mal zu sortieren. So, ich weiß jetzt schon wieder nicht, welcher mit wem. Die war das, glaube ich, ne? Nee, sie ist besser. Weil wir können jetzt ja anfangen.
ja, stimmt, da war ja das Alter. Warte mal. Okay. Das war, ja, es war Müll. Kann dann eigentlich, nee, ja. Wir können es versuchen, aber ich glaube nicht, dass sie noch mal ein Baby kriegen wird. Das war Arsch. Da hatte ich vergessen, aufs Alter zu gucken. Das ist Müll. Deswegen brauchten wir noch ein Alpaka-Weibchen. Was heißt brauchen, ne? Also, jo. Ja, du denkst, du bist besonders, ja. Schon wieder keine Weibchen hier. Müll. Müll und Müll. So, dann warten wir, bis die Alpakas da drin sind. Ah, nee, gar nicht. Warten wir nicht. Wir müssen ja. Ah, pass auf. Wir müssen uns erstmal um die Angestellten kümmern. Punkt 1. Wir brauchen wieder natürlich mehr Leute. Ein Tierpfleger. Ein Techniker. Könnten wir mal langsam einen zweiten einstellen, ja. Dann, und einen Tierarzt, weil wir für die Forschung brauchen. So, dann gehen wir wieder in den Arbeitsbereich. Bin halt am Überlegen, ob ich den nicht mit in den Arbeitsbereich Nummer 2 reinmache. Die Entfernung ist ja egal, so gesehen. Da, da, da. Da, 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 da. So, das heißt, wir haben da ja wieder dann mehr. Die bleiben ja so. Fehlt dann jetzt einer? Wir haben eine gerade Summe, ne? Ja, wer fehlt dann einer? Ach, hör mal auf da. Wir brauchen dann 9. Einer, der so rumläuft. Dann wird es bei Techniker auch nicht anders sein. Gucken wir nicht, dass es schief läuft nachher, ne? Weil wenn wir zu viel haben, ist auch Arsch. Sicherheitsdienst bleibt so, wie es ist. Zupfleger. Stell dich nachher ein. Aber das ist auch so ein, ich weiß nicht, nennt man das Ego-Ding oder so? Weil... Moment, ich kann nicht beides. Also Moment mal. Das ist schon klar. Aber wenn du, ist doch scheiße. Du verschenkst 50% des Stromes. Aber Moment mal, du hast 50% rein theoretisch, die für dich umsonst sind. Die anderen 50% verschenkst du. Aber du machst es lieber so, dass du die 50% bezahlst, anstatt die anderen zu verschenken. Willst du mir das jetzt ernsthaft erzählen? Gönn doch mal Gürkchen. Wie, du musst den, hä? Kann und will und muss ihn später teurer verkaufen, kaufen? Wieso kaufen? Wenn du ihn selbst generierst. Wenn ich eine Speise nicht selber verbrauche. Dann verstehe ich das jetzt alles gerade gar nicht. Da hat dein Vermieter kein Interesse dran? Das ist bescheuert. Hm. Ich glaube, bei uns wird auch irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren Solar aufs Dach kommen. Hör bloß auf. Ich habe letztens ja ein Gespräch mit meinem Vermieter gehabt. Und interessant war die Aussage, ich habe ja eigentlich gehört, die wollen ja die Außenfassade dämmen, was für mich nicht unbedingt gerade ein Vorteil ist. Vor allen Dingen nicht, wenn das wieder mit so einem billig Scheißmaterial gemacht wird. Und das ist meistens der Fall. Es ist schwierig, weil sich die meisten Firmen mit Thema Dämmung gar nicht wirklich auseinandersetzen und speziell darauf geschult sind. Das haben wir in der Malerlehre auch nur einen Block mitgemacht.
Und jetzt fangen die an mit irgendwelchen Sachen, von wegen die kommen nochmal vorbei, reißen die Ahornbäume, die gerade sehr gut angepflanzt sind, draußen nochmal raus, um dann die Hecke höher zu setzen. Macht das Sinn? Eigentlich gar nicht. Also ich habe dadurch weniger Licht, aber ich sag mal lieber nichts. Aber ich finde sowas von schwachsinnig. Wozu? Anstatt mal andere Themen hier anzugreifen. Also ich verstehe es nicht. Also das muss ich auch nicht verstehen, ne? Da habe ich mir auch nur wieder gedacht, okay, Jessi, halt die Klappe, sag am liebsten gar nichts dazu, besser ist. Da kommt der erste angerannt. Nee, also manchmal ist besser, die Klappe zu halten und sich seinen Teil zu denken. Da. Von wo kommt ihr denn angeschissen? Okay, Pause. Wir müssen ja auch noch die... Also erstmal Veterinärforschung, ganz wichtig. Dann müssen wir auch noch die Gehege-Infotafeln machen. Das können wir jetzt auch erst machen, weil dann können wir das Ganze einfach kopieren, wie immer. Also die Logik manchmal dahinter, das ist so. Kopfschmerzen. Aber ich beschäftige mich mit so welchen Themen nicht, weil es einfach nichts bringt. Wozu auch? Ist nicht mein Bier und fertig. Ich kann da eh nichts gegen machen, ich bin kein Eigentümer. Mich juckt's nicht. Ich glaube... Irgendwann mal weiß ich nicht, ob ich hier alt werden will, ganz ehrlich. Weil es ist auch jetzt aufgrund, Dennis hat mal gefragt, warum die Spinnen eigentlich immer gerne ins Schlafzimmer kommen. Ich sage, das ist eine ganz einfache logische Erklärung. Weil wenn du auf der einen Seite des Bettes lang gehst, hast du auch Feuchtigkeit. Egal, ob die Heizung an war oder nicht, das ist scheißegal. Du hast zwei Außenwände. Du kriegst es nie hin, dass es so arschtrocken ist, furztrocken. Dadurch habe ich jetzt keinen Schimmel oder sowas, ne? Es hält sich ja immer noch in Grenzen, die Feuchtigkeit. Aber es ist trotzdem feucht. Nicht schädlich feucht, sondern einfach nur feucht. Das ist halt, da fühlen sich die Spinnen wohl, ne? Wäre hier einiges anders, dann wäre ich schon längst ausgezogen. Aber ansonsten ist alles cool. Das ist halt der Nachteil, wenn du so unterirdisch wohnst. Unterirdisch. Ja, unterirdisch, ey. Warte, Gürkchen. Moment. Schließ gleich. Geht sofort los! Manchmal muss man so einiges nicht verstehen. Und ich bin auch froh, dass ich kein Eigentümer bin irgendwo. Mit der Kacke, die du dich manchmal beschäftigen musst. Boah, nee, ey. Danke, nein. Aber viele fragen mich ja auch mal, warum sagst du denn nichts? Du könntest das und das und das in Anspruch nehmen. Nee, ich habe meinem Vermieter sehr viel zu danken. Deswegen beschwere ich mich auch nicht und halt die Fresse. Man muss auch dankbar sein für das, was man bekommen hat und für das, was er leistet mir gegenüber. Halte ich lieber die Klappe. Es ist absolut fair und in Ordnung für mich. Man muss auch dankbar sein und nicht immer nur in die Wunde reinbohren. Aha, Moment. Also ist es dann so quasi... Wenn ich den Überschuss verkaufen könnte, dann kann ich... Aha, okay. Ah. Na gut, das wusste ich nicht. Ich verstehe. Also das heißt, du bist quasi gebunden, dass wenn du
sagst, ich möchte euch meinen Strom verkaufen quasi oder die kaufen deinen Strom, dass du gezwungen bist, auch eine gewisse Menge zu liefern wahrscheinlich, ne? Und deswegen dann abhängig davon bist und deswegen dann draufzahlst, wenn du es nicht lieferst. So verstehe ich das jetzt. Ah, okay. Ja, das macht die Sonne natürlich auch anders dann, ne? Dann würde ich es auch machen. Das bist du nie. Ich erinnere an Küchenmaschine. Selbst wenn ich dir die schenken würde, dann wird später, eine Woche später, Reklamation an Jessi direkt. Ja, die Scheiße, das funktioniert nicht richtig und keine Ahnung, wette ich. Das wäre lustig. Kannst du noch nicht mal sagen, die hat mir nur Scheiße verkauft, weil ich habe es ja nicht verkauft. Die Bepflanzung, okay. Ansonsten scheint ja alles in Ordnung hier zu sein. Gut, aber wir machen trotzdem Bäume hin, weil ich finde das ein bisschen wenig. Ist Techniker hier schon wieder? Brauchen wir nicht, oder was? Wir können ja wenig machen. Man muss ja nicht so viel sein. Aber erstmal gucken wir uns die Alpakas an. Sind halt Alpakas, ne? Wo rennt ihr denn hin? Also, am besten beschweren sich noch die Gäste, dass die Tickets zu günstig sind. Dann können wir da noch ein bisschen reinjallern. Oh, der hat es erstmal direkt umgerannt. Wo willst du eigentlich hin? Ah. Weil wir müssen das Angestelltengeld ja auch wieder reinkriegen, ne? Boah, die haben aber einen Bewegungsdrang, ey. Wer ist denn das? Über das er oder sie? Hallo, stehen bleiben. Ja, okay. Ja, sie ist ja auch schon alt, ne? Die arme Alte. Die Menge ist egal. Ach so, okay. Also so hatte ich... Ja, dann verstehe ich es vielleicht nicht. Bin ich auch zu blöd für dieses Thema. Ah, okay, dann verstehe ich es jetzt. Ja, das ist ja auch... Was ist das für eine Milchmädchenrechnung? Das ist ja wieder richtig bescheuert. Okay, ich glaube, dann nehme ich die, weil wir davon eh nicht so viele placen können hier von der Ulme. Das finde ich, die Ulme passt auch gut zum... Oha, die Leute stürmen schon rein, ne? Geht schon los hier. Ich finde, die Ulme passt gut zum Name. Ja, bei den Sussex-Hühnern geht's ab, ne? Das Problem ist, dadurch, dass sie da sich ständig rebumsen, kriege ich das nicht mit, wenn... Obwohl, wisst ihr mal, was interessant wäre jetzt? Was da überhaupt im Gehege drin ist? Ob da überhaupt alles noch Gold ist, was glänzt? Mhm. Oha! Alter, guck dir das an hier! Da sind die nächsten Babys. Boah, geil! Alter Schwede! Ist ja mega. Warte mal. Wisst ihr, was wir vergessen haben? Ich meine, okay, da sind auch braune Tiere. Die kann ich jetzt eigentlich nicht mehr rausholen, weil das schon alles Inzucht ist. Mm-mm. Weil wir brauchen ja auch zum Beispiel, guck, wir brauchen auch ein braunes Huhn noch, aber das machen wir im nächsten Gehege. Aber überwiegend noch goldene Tiere, ne? Obwohl es alles Inzucht ist. Krass. Inzucht läuft halt, ne? Auch Gold. Wie viel da los ist. Wahnsinn. Oh, krass. Finde ich ja cool. Guck dir das mal an. Warum habe ich überhaupt schnell Durchlauf? Ach, guck mal. Das finde ich cool. Geil. Ich liebe Hühner. So, gucken wir, was hier abgeht. Die ist immer noch Single und alleine. Wir haben bisher nur Mädchen rausgekommen. Der nächste Wurf müsste eigentlich laut Adam Riese ein Junge dann sein, ne? Ich lese gleich, Moment. Ah, Nachwuchs. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank, endlich, ja. Vielleicht
Vielleicht liegt es doch hier jetzt. Mittlerweile haben sie das vielleicht gefixt, dass an der Qualität des Essens liegt. Wir hatten vorhin noch weniger. Das ist sehr gut, das heißt, wir sind da bald durch. Also wir haben Mädchen jetzt zusammen und wenn der Benjamin auch noch Gold, nee, okay, der ist nicht Gold, dann fehlt nur noch ein Junge und dann sind wir da auch fertig. Krass. Okay, geil. Das war klar. Fünf, Alter. Da hat man schon fast gedacht. Gut, okay, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Und wenn wir hier noch mal schöne Mädchen mit dabei hätten, wäre auch geil. Sorry, Gürkchen. Hello, Loto! How are you? 10k. Wollt ihr mich verarschen schon wieder? Okay, schon wieder herb ist, wenn ich sowas sehe. Sowas mit Weibchen. Wieder nicht da. How is it? Das ist ärgerlich, diese Thematik, Gürkchen. Dann stapeln wir die Hühnchen. Das ist so wie ein Smart-Stapeln. Ha! Ich hatte ja mal einen Smart, ne? Oh, ich weiß gar nicht, was ist das jetzt mittlerweile für eine Generation? Also ist das jetzt mittlerweile die vierte, die fünfte? Keine Ahnung. Ach, du bist doch nicht ganz dicht da. Hau ab mit deinen scheiß Viechern. Kann ja wohl nicht wahr sein. Na, vielleicht haben wir noch mal jemanden blöden, der da... Sind auch unterschiedliche, ne? Alle hirnrissig. Ich weiß nicht, was sie hier denken, was sie spielen, aber gut. Hausziege. Dann kommt der Esel noch mal. Kaufen. Endlich. Wow. Es ist mal ein Weibchen drin. Wow. Ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Wir müssen sowieso gleich Hausziege machen. Sehr schön. Und was machst du jetzt? Gar nichts, ne? Ach nee, wir brauchen noch eine schwarze. Also sie können wir auf jeden Fall schon mal wegpacken. Die Henriette. Das werden wir auch gleich markieren. Wir brauchen ja auch immer noch weiße. Ja, bei den braunen habe ich mir jetzt noch gar nicht umgeguckt, ne? Oh, das sollte ich auch mal aussortieren. Also braun-weiß. Ich notiere mir das, weil ich habe es nicht im Lager, glaube ich. Aber ich könnte sein, dass da eins drin ist. Ja, ich muss mir alles aufschreiben, weil... Weil, ja. So, Henriette. Fangen wir erstmal mit Henriette an. Wir sortieren mal eben kurz, weil sonst ein. In the summer, in the city. Henriette. Ich wollte schon Henriette schreiben. So, das ist dann Stamm Beige, glaube ich, habe ich geschrieben. Das andere machen wir Stamm D, weil sonst komme ich ganz durcheinander. Okay, wir haben jetzt ein schwarzes noch weg. Von der Fremdzucht. Das heißt, da fehlt nur noch eins. Ich mache jetzt mal Übersicht hier. Also Männchen, schwarz brauchen wir keine. Wir brauchen nur noch eins, aber eins brauchen wir auch fürs Gehege. Das heißt, da brauchen wir immer noch eins. Brauchen wir ein weißes? Die Werte sind ja nicht so scheiße. Nein, brauchen wir nicht. Weiß brauchen wir nur... Kann ich die Männchen wegstreichen? Brauchen wir nur Weibchen. Ja, weil der kommt dann ins Gehege. Brauchen wir noch zwei Weibchen? Ja. So, braun, Männchen brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen, wie gesagt, nur ein Weibchen. Schwarz meine ich. Braun haben wir sowieso. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht zu gucken. Dann gucken wir mal nach denen hier. Dann könnten wir die eigentlich wegpacken, ja. Eins, zwei. Genau. Eins, zwei.
gut. Dann packen wir da jeweils einen weg. Ist das so kompliziert hier alles? Nein, ist es nicht. Wen hatte ich jetzt? Der Marc, ne? Nee, der Remy. Muss sortieren, sonst geht das nicht. Stamm D dann. Ja. Ich lese gleich Kückchen, Moment. Bei ihr packe ich dann sie ja wohl weg, ne? Logischerweise. Bessere Werte. Und dann bin ich sofort bei dir. Nee, nein. Das andere ist ja die Nachzucht, das kommt ja später erst alles da. Ich bin da nicht so flexibel. Ich muss halt immer auf meinen Zettel hier gucken, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein Männchen, ne? Vorhin waren genug drin, ich Idiot. Oh, ich hätte meins kaufen können. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dödel. Durstig? Ja, ich lese gleich den Chat. Moment, Moment. Ja, vielleicht, weil jetzt so viele Hühner hier drin sind, ne? Mehr mal hier reinmachen. Ich finde das immer hässlich, wenn so viele drin sind, aber andererseits, ja, wenn sie es brauchen, okay. Dann ist das eben so. Ich lese sofort den Chat. Da hatten wir schon Qualitätsstufe 3. Mann, ist das stürmisch da draußen. Da fehlt noch. Wenn die erwachsen sind, boah, alla, yalla, let's go. Die sind jetzt auch schon älter. Älter, ne? Das heißt, wir können danach das andere Pärchen reinmachen. Aber dann sind wir mit der Tamavos-Schwein-Zucht auf jeden Fall fertig. Das ist positiv. Gut. Und jetzt haben wir Zeit, sich um Gürkchen zu kümmern. Ja, das ist... Ja, siehst du... Ach, hör auf. Gürkchen, habe ich dir überhaupt mal die... Da muss ich dir gleich mal eine Story zu erzählen zu unnötigen Dingen, die keiner braucht. Wenn ich dir nicht schon sowieso erzählt habe. Ach, das ist ja bescheuert. Ja? Auch fürs Freischalten noch? Das ist ja genauso wie, als wenn du Telefon machst, so ungefähr. Alles kostet extra. Leck mich am Arsch. Das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, Alter. Recht hast du, Gürkchen. Aber es ist schon hart ärgerlich und vor allen Dingen hart bescheuert. Kann man wirklich so sagen. Ja, da hast du recht. Ich glaube, ich kenne keinen im Moment. Doch, ich kenne nur zwei Personen, die vielleicht nicht auswandern wollen würden. Aber der Rest, alle wollen auswandern. Alle haben keinen Bock mehr auf hier. Ist wirklich so. Entweder ist es aus politischen Gründen oder wie bei mir das wird. Hier, die hart bescheuerte Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Stream erzählt habe, weil ich rede ja nun nicht ganz so viel von meinem Wohnort. Aber in dieser Stadt gibt es ja ein Rathaus, so wie in jeder Stadt. So, und vor unserem Rathaus haben wir so eine Art Platz, wo man sich hinsetzen kann, wo manchmal Hochzeiten oder auch manchmal... Feste stattfinden. Naja gut, bei dem mache ich mir weniger Sorgen, da passiert immer was. Es ist immer irgendwas. So, und dann, ich habe das ja auch nur mitbekommen, weil ich es gesehen habe und gedacht habe, was läuft jetzt hier falsch? Dann fingen sie auf einmal an, und ich kenne ja jemanden, der ist da mehr in der Thematik drin, den habe ich dann gefragt, dann fingen sie auf einmal an, den da eine Baustelle zu machen. Und was passiert denn jetzt hier so? Hä? Gar nichts eigentlich, weil du hast nur gesehen, dass sie den Sand ausgetauscht haben.
Sie haben gefragt, hä, warum? Also es wurde tatsächlich für 100.000 Euro vor dem Rathaus der Sand ausgetauscht, der nach noch nicht mal eine Woche genauso aussah oder aussieht immer noch wie vorher. Vor 100.000 Euro. Das wäre eigentlich ein reifer Beitrag gewesen für, es gibt doch diese Sendung, wie man unnötig Steuern rausschmeißt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Wo irgendwelche Brücken gebaut werden, die abgesperrt werden, nicht benutzt werden oder irgendwelche Bahnübergänge. Das ist genauso ein Humbug. Ja, ist genau das Gleiche. Unnütz. Es ist sowas von ein fucking Schwachsinn. Es ist unfassbar. Wenn man, okay, im Gegenzug haben sie, letztes Jahr war das, glaube ich, da haben sie angefangen, die Radwege zu stabilisieren und haben da Erde und mit Granitstein da, nee, nicht Granit, aber mit Stein, wie heißt denn das, dieses geschnetzelte, ach, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Naja, auf jeden Fall haben sie da angefangen, da Sachen zu machen und so. Da kann ich es ja noch verstehen. Aber wegen sowas? Nee, sorry, das kann ich nicht verstehen. Nein. Es ist entgegengesetzt der Logik auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt nochmal Tier für Tier durch, weil wir dann abstecken müssen. Weil hier unten könnten wir rein tisch zwei Gehege draus machen. Ich muss nur gucken halt, welches ich jetzt bevorzuge oder nicht. Also wir haben das Tamawutschwein, das ist ein Gehege, das ist ja so hier. Dann haben wir den amerikanischen Esel, davon haben wir nur ein Gehege, das heißt... Wir nehmen zum Beispiel jetzt das, dann ist das weg. Dann haben wir das Schaf, wäre hier. Dann haben wir das Hochlandrind, 1, 2. Dann haben wir das Alpaka, 1. Wenn ich noch ein zweites baue, wäre das weg, 2. Nee, machen wir aber erstmal nicht. Ich nehme erstmal nur ein Alpaka. Dann machen wir hier das Hühnchen drin, das andere ist ja hier. Und dann hätten wir 4-mal Ziege. Also man könnte 4-mal Ziege hinmachen und 1 teilen und 1 Alpaka machen noch. Ja, okay, gut, dann machen wir das so, würde ich mal sagen. Ja, ist in Ordnung. Dann machen wir das weg. Dann machen hier ein 3-Gehege draus. Wie gesagt, vom Platz her ist es, sollte es ja nicht das Problem sein. Diese Hühner, Alter. Ich frage mich, was für eine Dimension das ausartet mit den Hühnern, ey. Da ist ja, ich hätte nie gedacht, dass da schon so viel los ist im Gehege. Krass. Das ist ja richtig heftig. Da wird gebumst. Zwar fleißig. Und nicht wenig. Gut. Ja, ich möchte es ja auch ein bisschen verteilen. Rein theoretisch. Müssen wir hier die anderen Tiere hinmachen, weil wenn wir so viel, müssen gucken wegen den Hausziegen, weil die sind ja überdominant in diesem Park, ne? Davon haben wir halt nur mal ein bisschen mehr. Ja, ich sag's dir doch. Stanislav ist tot. Oh, der ist aber alt geworden. Dann würde ich hier mit dem Schräg gehen. Das Ding ist ja rein tödlich, müssten die Hausziegen brauchen ja ein größeres Gehege, ne? Aber es passt trotzdem. Also ist alles hier groß genug. Wir brauchen 3 Tortenstücke. Ja. Aha, genau. So ist okay. Für mich.
Wir müssen die Hausziege auf jeden Fall überall mit einbinden. Ich glaube, da machen wir hier ein Gehege mit der Hausziege hin. Ich würde ganz gerne so wenig wie möglich, wir hätten mal am Anfang was bauen müssen, ich möchte so wenig wie möglich da so nebeneinander liegend haben. Deswegen glaube ich, hier wäre auf jeden Fall ganz gut schon mal. Und hier. Dann hätten wir zwei Gehege schon mal weg. Dann könnten wir hier noch mal einen machen und hier. Dann ist das nicht so. Ich möchte alles bunt verteilt haben, das finde ich am besten. Ich sage ja, wenn es immer eine ständige Benachrichtigung kommt, dann kriegst du es nicht mit. Weil was ist jetzt hier auch mit den Schweinen oder so? Das sind noch Jungtiere, ja. Aber dadurch, dass ständig beim Huhn was passiert, kriege ich es nachher nicht mit, ob die schon erwachsen sind oder nicht. Na, ich gucke da ja schon ständig hin, aber... Was hier mal mit schwanger werden, so... Hast du auch recht. Das Danke, das wünsche ich dir auch. Du sollst dich auch nicht aufregen, wenn du herkommst. Ich wünsche dir viel Spaß und hab noch einen schönen Tag. Mein Jutster. Ich reg mich hier auf, das reicht schon. Es macht wenigstens Spaß, sich hier aufzuregen. Das echte Leben ist dann schon ein bisschen dramatischer. Immer noch keine Weibchen, danke. Dennis kommt auch nicht wieder. Der ist beim Trinken holen verschollen gegangen. Fangen wir an mit der Hausziege. Ach nee, wir fangen gar nicht mit. Wir müssen noch die Bäume platzieren. Wir sind dann noch nicht fertig. Ah, hier. Wir brauchen noch... Braun, weiß, ja, ein Männchen. Gibt es da kein besseres? Oh, hier. Hm. Auch kaufen. Das ist gut. 3 Jahre. Männchen brauchen wir weiß nicht mehr. Ich sag doch, dieses Vieh Sand am Meer irgendwann. Hier, guck dir das mal an, Alter. Viel zu billig. So, was haben wir jetzt gekauft? Ich muss erst gucken. Wir haben eine Hausziege braun-weiß männlich. Eine weiße weiblich. Hat mir nicht gerade 3 gekauft? Was brauchen wir denn jetzt noch? Also braun-weiß brauchen wir noch weiblich. Was nur da? Also doch die hier. Was anderes bleibt mir wieder nicht übrig, ne? Nee. Ja gut, aber die können wir auch ins Gehege packen, das ist nicht so schlimm. Dann ist braun-weiß erledigt. Weg damit. Schwarz. Hatte ich doch jetzt eine gekauft, oder nicht? Nein. 1. Nee, scheinbar nicht. Okay, gut. Eine schwarze noch anscheinend. Dann Yvonne scheinbar. Auch wenn es nicht das beste Wahl ist, aber gut. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Sortieren. Also warte mal, den Lück. Den hatte ich mir gemerkt. Den. Da.
Können wir erstmal abhaken. Ich muss ja auch notieren hier. Pause, dann springt das. So, Stamm D. Der war abgehakt. Braun, weiß, so weiblich. Die gleiche, ne? Alles ist gleich. Okay, gut. Dann die Clemenz. Ist nicht so schlimm. So, dann braun waren wir fertig. Schwarz. Schwarz kann ich dann ja weiblich wegmachen. Wir haben hier die Axel. Eine hatten wir schon weg. Und die Yvonne. Ja, nehmen wir lieber die Axel. Ah, das ist cool. Dann sind wir damit schon mal durch. Das ist sehr gut. Können wir wieder einiges wegpacken. Wegstreichen. Weiß fehlt noch, ne? Ja, weiß, weiblich. Axel, Stamm B. Weiß hatten wir jetzt nicht, oder? Doch, hatten wir. Eins, zwei. Einer weg, ne? Aber die packen wir auf jeden Fall weg. Sehr gut. Also es fehlt doch noch eins. Da ist der gleiche Händler, ey. Ein Weibchen weiß. Fehlt jetzt noch. Aber wir kommen aber gut voran heute, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also es fehlt, wie gesagt, ja gut, Alpaka rechne ich jetzt nicht mit rein. Ist jetzt so ein Ding von wegen, wäre gut, wenn. Und da fehlt nur noch, wie gesagt, das Hochland drin, das eine schwarze. Nee, anscheinend wohl zwei. Und der weiße Esel, der ist auch immer noch so ein Problem für sich. Jetzt müssen wir dann, aber das reduziert ein bisschen die Suche. Das heißt, nur noch auf das, auf die weiße Ziege achten. Ja, wir machen ja scheinbar jetzt doch zwei Gehege. So, es bringt mir ja nichts, auch wenn vorhin die ganzen weißen Tiere da, Angebot kann man ja nicht wirklich sagen, drin standen für 10k, hätte ich sie ja trotzdem nicht gekauft, weil es sind alles nur Männchen und noch nicht mal Gold, so wie hier. Ist auch der gleiche Händler. Ja, so sie nicht, aber ja. Aber wir haben trotzdem heute schon sehr viel gekauft, das ist sehr gut. Hm? Wir kommen dort voran. Ich sage ja immer, bis du dann den Zoo fertig hast, letztendlich, dann kriegst du vielleicht auch alle Tiere. Man muss sich auch nur Zeit lassen, weil es bringt ja nichts auf Krampf, irgendwie welche Tiere zu kommen für zu viel Blätter. Das macht gar keinen Sinn. Mhm. Auf gar keinen Fall. So was ist denn hier mit Regen, ey. So nicht, ne? So, die Schweine müssen auch gleich mal erwachsen werden. Ich mache jetzt mal einen auf schnell, damit der Regen wieder weggeht. Nein, das geht ja gar nicht. So, dann müssen wir unbedingt auf die Schweine auch achten. Da gucken wir dann gleich, wenn die ausgewachsen sind. Aber die müssen, ich habe Angst, dass ich sie wieder verpasse. Die müssen eigentlich gleich fertig sein. 1,1. Ich habe jetzt nicht vorhin drauf geachtet, wie alt die sind, wenn sie ausgewachsen sind. Genauso wie der Esel habe ich auch nicht drauf geachtet. Das ist auch noch Jungtier. Es könnte aber sein, dass jetzt beim zweiten Wurf allerdings scheiße wird, ne?
Ich meine, wir haben jetzt einen Wurf gehabt, der ist gut geworden. Und ich habe ja leider nicht die Möglichkeit, irgendwie da weiterzugehen. Und sage ich mal jetzt noch, ich würde ja noch ein Weibchen kaufen. Wäre ganz cool, aber es gibt es ja nicht hier. Also werde ich aber einen Teufel tun und jetzt mit dem Goldenen weiterzüchten. Weil wir hätten ja, glaube ich, noch ein anderes Männchen. Aber es wäre dann ja auch keine Inzucht. Aber ich will das Weibchen jetzt nicht, ehrlich gesagt, dafür aufopfern. Dann warte ich lieber, bis nochmal irgendwie ein Weibchen da im Angebot ist. Für 1,99. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das nervt. Auf gar keinen Fall. Also scheinbar ist es sehr interessant. Juckt es niemanden, ob wir hier... Okay, hier an der Wertung vielleicht, ja. Hier, ja gut, Marketing wie immer, Tierbewertung. Aber Gastbildbewertung, das ist völlig in Ordnung, obwohl wir so wenig drin haben, ne? Das ist sehr, sehr komisch. Verstehe ich nicht. Ah, das Alpaka will sich bald paaren. Das mit den Tieren wird auch noch besser später. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir da noch mehr reingebaut haben. Wo? Und warum? Ist da nicht entkommen? Oder sehe ich das falsch hier? Das verstehe ich nicht. Guck mal, das ist verbuggt, ey. Ist doch gar nicht draußen gewesen. Würde gerade sagen. Ich dachte, bei den Alpakas ist irgendwas, weil das Gehege ja noch recht frisch ist. Aber warum sollten die erklimmen? Also es macht auch gar keinen Sinn. Nee. Wäre nicht so sinnvoll. Mich wundert es, dass da so wenig los ist, ne? Bei den Alpakas meine ich jetzt. Weil hier gehen zwar Leute lang, aber viel ist es nicht. Hier. Da. Ist ein neues Tier immerhin, ne? Das verstehe ich nicht so ganz. Immer nur Männchen. Ich brauche ein Weibchen. Der macht auch vernünftige Preise worldwide so. 1900 für mich ist guter Preis. Also da kann man nichts sagen. Völlig in Ordnung, völlig korrekt. Kann man so machen. Aber alles andere ist überheblich und kacke. Wenn ich das jetzt so weiß, ne, dann können wir das in dem anderen Zoo eigentlich auch mal anders handhaben. Wir haben ja noch den Riesenzoo. Und wenn das tatsächlich so ist, dass man keine Bildungstafeln und nichts braucht, ja dann. Weil man muss ja auch bedenken, wir haben nachher das Problem, dass ja alles sehr viel wird. Das heißt, viel in dem Sinne... zu viel im Spiel, was dann überfordert und so. Nicht mein Rechner, aber definitiv Planet Zoo. Aber mit Planet Zoo dann gar nicht klar. Aha, siehst du, guck. Wo ist das? Ja. Warte. Ja, es wird mir nur Tamagotchi-Schwein angezeigt, aber es wird mir nicht angezeigt, von wegen ist es erwachsen. Was soll denn die Scheiße? Dass die nicht angezeigt werden, ist auch klar. Sag ich doch, es wird wieder nicht angezeigt. Gut,
Dann können wir da auf jeden Fall auch jetzt gleich mal nachgucken. Hier ist Bewegung, ne? Aber mehr als genug. Ey. Machen wir kurz Pause. Also, ab geht's um Schwein. Am Anfang ist es halt so, ne? Da muss man sich erstmal um die ganze Kacke hier kümmern. War jetzt ja nicht die Bestbewertung. Das ist völlig in Ordnung. Benjamin, nein. Oh, wir haben auch alle Tiere verkauft, sehe ich gerade, ne? Tatsächlich. Ja, drauf geschissen, ey. Wir hatten doch die Schweine inseriert, glaube ich, ne? Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Oh, Audrey, sehr gut. Ja, das macht dann auch keinen Unterschied, ob wir sie oder sie nehmen. Dann nehmen wir Audrey. Und dann brauchen wir definitiv nochmal irgendwie, ich wollte schon Audrey schreiben, noch ein Männchen. Weil das ist cool, da können wir das auch nämlich wegstreichen. Das heißt, die Schweine, weiblichen, sind einmal abgehakt. Siehst du, das verstehe ich nämlich nicht. Du kriegst hier tonnenweise... Ach so, und ein Männchen noch natürlich, ja, der Charlie. Das verstehe ich nicht. Im Shop überwiegend Männchen. Ich habe gerade nur Weiber rausgekriegt, so gefühlt. Gefühlt zumindest, Charlie. Okay, das ist gut. Also mit den Schweinen, glaube ich, werden wir gleich als erstes fertig sein. So wie es da läuft. Ich glaube, wir hatten die Schweine inseriert, soweit ich das weiß. Interessant. Leider, wie gesagt, der Preis ist vernünftig, ne? Wir können aber trotzdem mal kurz gucken. Das ist... Ach, das ist doch unmöglich. Oh, okay, gut, ich habe nichts gesagt. Das ist schon krass. Würde ich gern kaufen, aber es ist völliger Schwachsinn. Wofür? Macht gar keinen Sinn. So, okay, gut, dann kann ich eben noch mal kurz das Schwein inserieren. Die anderen Schweine brauchen wir dann ja auch rein theoretisch gar nicht mehr. Die Ella. Machen wir 100. Und sobald die Goldenen dann auch noch weg sind, werde ich da nichts mehr reinstecken, investieren, so, weil... Wie gesagt, ich gehe in diesem Zoo ja nicht auf Zucht. Ja. Axel Foley. Habt ihr das gesehen? Oh ne, jetzt schneit's. Ich kann gar keinen Schnee gebrauchen. Ich wollte doch anfangen zu bauen. Wir müssen doch die Ziegen machen. Ich glaube, bevor ich irgendwelche Berge mache oder sowas, mache ich gleich erst die Wege. Aber nicht, wenn es schneit. Nein. Och, tja. Der Shop ist schon wieder, also wirklich, was die Ziegen betrifft, da haben wir genug Glück heute gehabt. Aber der Rest ist wieder absoluter Müll. Wir brauchen nur noch ein Weibchen. Dann brauchen wir da nicht mehr nachzugucken, wie so eine Gestörte. Wäre mal geil, wenn da mal was drin ist. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal eher auf Schnelldurchlauf hier machen. Weil es schneit mir zu viel. Ach so, warte mal. Nichts da mit Schnelldurchlauf. Wir müssen mal gucken. Die Alpakas. Hm. Hat man da nicht was fertig? Ja. Mhm. Ja gut, der ist schon auf 3. Erwartet Nachwuchs, sehr schön. Ja, ist noch nicht geforscht. Schade. Viermal vorne. Kannst du dich mal am Arsch legen, ja. So, Techniker arbeitet mal für euer Geld, danke. So. Ich glaube, sie ist vielleicht mit 3 ausgewachsen oder so. Irgendwie so. Es sind aber auch wieder keine Tiere, die hier Stein, Stein, Stein alt werden, ne? Es sind immer nur die Hühner.
So, da es eh gerade schneit. Wir brauchen den Esel, nicht das Sussex-Huhn. Alter, das Gehege wird so eskalieren irgendwann demnächst. Komm nicht hinterher, ist zu schnell. Huhn, Huhn, Huhn. Ach egal, wir warten jetzt nicht, weil das dauert mir zu lange. Wir bauen jetzt erstmal. Ich hoffe, dass ich es nur nicht verpasse. Weil dann muss ich ja die Eltern da wieder reinpacken. So. Let's go. Wir haben heute auch nicht ewig Zeit hier, ne? Na gut, das kann ich dann aber auf die andere Seite setzen. Am besten so weit, wie es geht. Reicht ja schon. Ja, spannend, ob es jetzt regnet schon wieder. Oh je. Leicht nass hier, ne? Achso. Ich mag das nicht immer zu warten und dann das zu verpassen. Aha. Müssen wir mal gucken dann, ne? Das ist nicht gut. Wir haben einfach zu viele Hühner da drin, glaube ich. Ich glaube, das waren 71. 80. Hm. Aber wir sind ja auch nicht so weit davon entfernt, dass zu viele Männchen drin sind. Cameron, vielleicht mal raus. Der ist eh schon zu alt. Gutes Weibchen. Würde ich eigentlich noch drin lassen, das ist nicht ganz so wichtig. Verkaufen wir alles, alles was zu viel ist, verkaufen wir es. Zu viele Männchen einfach. Das machen wir auch nicht im Shop, weil das ist Bullshit. Ich muss nur mal Pause machen, weil das ist hier eindeutig zu viel und zu schnell. Die Weiber sind hier nicht das Problem. Eindeutig nein. Zu viele Männchen hier. Sie auch? Nee. Vielleicht haben wir gar keine Männchen mehr drin. Sehe ich schon. Ich glaube, die werden jetzt ja nämlich alle als Außenseite angezeigt. Das könnte schon ganz gut hinkommen. Das sind auch einfach zu viele. Sind das so schlecht, dass man es nicht mehr verkaufen kann? Das wäre jetzt wieder einiges gewesen, ne? Wie viele? Achso, wir haben 101 Tiere da drin, ja, das wundert mich dann nicht. Ah, hier, guck. Hm. Die, oh, die Babys. So, dann gucken wir mal. Können wir eigentlich auch rausbuxieren. Sonst haben wir gleich das ganze Thema wieder von vorne. Ey. Und die Hazel eigentlich auch.
Wir räumen einfach mal ein bisschen auf jetzt gerade, weil das ist sowieso zu viel hier. Weil wenn die von alleine sterben und sowas, dann ist es ja auch ne, völlig in Ordnung. Aber es ist ja halt einfach zu viel. Warum jetzt? Hä? Oder sind die gerade alle erwachsen geworden? Ja, der ist zum Beispiel kein Außenseiter. Ich schmeiße alle raus, weil wir haben sowieso einen Nachwuchs. So, ich denke mal, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Krass, was hier abgeht. Guck mal, was da noch alles am Männchen rauskommt. Alter Verwalter. Ist cool, aber irgendwo musst du dich auch ganz schön drum kümmern, ne? Schon Wahnsinn. Das ist heftig. Glückchen war vorhin da, Dennis. Du warst ganz schön lange weg. Ich habe hier Streithähne gehabt. Im Gehege. Waren zu viele Männer drin. Da ging gar nichts mehr. Achso. Hier ging die Post ab. Achso. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Da habe ich nicht dran gedacht. Wie immer. So, ich warte jetzt. Mich macht das irre hier. Dann machen wir gleich zu guter Letzt das Gehege. Und dann machen wir Feierabend für heute. Jetzt habe ich es gerade gesagt und da ist er doch. Sie. Gut, jetzt haben wir immer noch das Problem. Clotilde, dass wir da nichts haben. Weibchen. Das würde mir doch jetzt mal ein bisschen in den Arsch retten, aber nein, warum auch? So, die. Das ist mein Nachwuchs? Interessant. Aha. Ist ja auch nicht der geilste, ne? Hm. Egal. Beschreiben Sie mal ab. Oder auf. Warte, Dennis. Das ist zum Kotzen. Ich denke nicht, also ich denke nicht, dass da jetzt was Gutes bei rauskommt, wenn wir wieder Ophelia und wen hatten wir denn jetzt? Hatten wir die? Ja, muss ja, weil die ja vor kurzem dann. Ne, das ist Inzucht, genau. Achso, es wird angezeigt, weil sie ja Nachwuchs hatte. Stimmt, stimmt, stimmt. Dann nehmen wir den Kirian wieder. Ja, ja, genau, der war ja nicht ganz so toll. Aber ich glaube trotzdem, dass. Oder wir machen es auf Risiko und gehen mal mit dem Jevon. Weil ich glaube, dass wenn wir den Kirian und die Ophelia reinpacken, das ist definitiv. Ein Junge rauskommen wird und dann mit schlechteren Werten mit Bronze. Ist meine Theorie. Aus Erfahrung von Planet Zoo. So wie es meistens immer funktioniert hier das Spiel. Deswegen scheiß drauf, machen wir so. Wir riskieren es jetzt, obwohl das Genpotenzial jetzt nicht ganz so geil ist. Probieren wir es einfach aus. Mal gucken, was passiert. Was passiert? Was ist jetzt hier eigentlich mal? Bis die Schweine da fertig geforscht sind, ist auch die Welt untergegangen, ne? Dauert ja ewig. Zum Strand? Hast du Strand? Dennis?
Jahre später, Alter. Wo seid ihr? Da hinten? Da. Drei Jahre später, ey. Was immer irgendwas, ey. Mr. Lime? Ah, Mr. Lime hat mich auch schon lange nicht mehr im Zoo besucht. Wollte ich schon fast sagen, ne? Das ist schon wieder länger her. Wenigstens sind wir nicht im Minus. Das ist schon mal gut. Das nervt so. Du würdest so gern noch mal ein Weibchen kaufen, aber das ist genau wie das Drama hier. Also ich will heute mal nirgendwo hin. Ich bin mal froh. Ich werde gleich meine Ruhe noch mal genießen. Für die restlichen Stunden des Tages. Und ja, aber warum? Es gibt nicht einen Grund. Hier stehen zigtausend Wasserschüsseln rum. Das reicht ja wohl, ne? Ach, die kann ich. Doch, kann ich. Ich verkaufe alles, was jetzt dehydriert ist. Die Tierpfleger sind dann. Ich habe alles gemacht, ja? Warum? Ich gucke gleich mal, ob ich noch andere Möglichkeiten habe. Ich verkaufe jetzt einiges. Juckt nicht. Interessiert sowieso niemanden. So, weg damit. Verstehen tue ich es trotzdem nicht. Wir haben eh zu viel. Also mal gesehen, wie viele Hühner wir hier drin haben, Dennis. Oh, das ist eine Hühnergemeinschaft. Ich sag's dir nur. Das ist krass. Wir gucken jetzt mal kurz, ob es da irgendwie noch eine andere Möglichkeit gibt, obwohl ich das Gehege vollgeknallt habe mit Wasserschüsseln. Muss man das jetzt verstehen? Nein. So, nochmal. Okay, wir könnten nochmal so ein Blasenerzeuger, ist aber auch nicht wirklich was mit Wasser, ne? Hier, der Sprinkler. Hühner mögen das bestimmt. So, reicht. Wasserleitung. Es nervt. Es gibt keinen Grund, dass sie Durst haben. Nee, überhaupt nicht. Dennis ist heute unentschlossen. Dennis hat das Leben noch nicht begonnen. Achso, wir haben immer noch nicht beim Alpaka, ne? Heute bist du so, ich will das und ich will das. Und am besten beides zusammen. Ich kenne so eine Tage. Aha. Schon wieder Männchen. Und Wack. Toll. Müll ist das. Die Krise, also wirklich. Ach so, das mit den Stromquellen funktioniert ja jetzt ganz gut. Wahnsinn. Da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Okay, gut, wir fangen mal an, ne? Ich würde sagen, wir fangen an mit den Wegen diesmal. Von da bis nach da, würde ich mal sagen. Quert einmal. Hier ist ja so ein Knackpunkt. Von da aus wollen die Gäste kommen. Wenn das mal gehen würde. Hör doch auf. Ich glaube, so rum müssen wir das doch machen, ne? Warum machst du wieder diesen? Das können wir auch so machen, ne? Funktioniert das dann, ist die Frage. Ich denke nicht. Nein, sag ich doch. Okay, dann reißen wir wieder den Weg ab, wie immer. Oh, es ist zum Kotzen. Jedes Mal die gleiche Plörre hier. Wir haben keinen
Zeit für das Sussex-Huhn gerade. Ach, du willst mich verarschen, Alter. Warum ist da das Terrain? Egal, es zählt. Das ist die Hauptsache. Dennis, du musst... Heute wäre Sport für dich optimal, glaub mir. Ich glaube, das weißt du auch selbst. Heute wäre Sport richtig gut für dich. Schön auspowern. So richtig alles rauslassen. Das wäre was für dich heute. Ich verstehe nur nicht, warum das hier immer so ist, ne? Mit dieser Kacke hier. Guck, hier geht's jetzt auf einmal. Und warum? Ja, weiß kein Schwein. Ich glaube, große Anforderungen brauchen wir nicht. Ach, die Bäume immer noch. Ich habe die völlig vergessen. Guck dir das mal an. Problem ist, wenn man so hart unzufrieden ist. Ich glaube, da hilft Sport echt gut. So als Ablenkung, als Ausgleich. Da weiß man vor allen Dingen wieder, was man getan hat. Irgendwie sieht das so schräg aus. Ja? Aber Dennis... Mäh! Wer mäht denn da? Wir haben noch keine Ziegen. Das ist das Alpaka. Ja, aber, also das heißt, du musst jetzt heute nochmal zum Arzt gehen, oder was? Geht das so schnell? Dass er auch Zeit hat? Ich hätte ja keinen Bock, ne? Extra wieder zum Arzt. Ah. Ich habe heute auch schon wieder stundenlang telefoniert für nichts, so gefühlt. Wo du dir denkst, warum ist das alles so dumm? Es ist unfair. Falscher Knopf. Ach so. Dennis, wenn du dich da auch nicht so reinsteigerst, dann passiert auch nichts. Glaub mir. Also du, ich meine, du musst ja auch nicht Hardcore-Cardio machen, ne? Übertreib nicht die Lage. Aber es ist auch Mindset. Wenn du da reingehst, direkt mit, oh, ich krieg sowieso einen Herzinfarkt, dann passiert auch was. Du musst mal deinen Arzt fragen, was du machen kannst. Man muss doch irgendwie was machen können. Ist doch scheiße, weil man nie was machen kann. Das nervt doch richtig. Um sein alles mal so ein bisschen rauszulassen. Toll. Weibchen, aber also das wäre wirklich meine Not am Mann, Esel, aber nein. Ich kaufe lieber einen anderen Tag. Wieder und auch noch schlechte Werte, weil du denkst, du bist was Besonderes. Ich habe das Gefühl, seitdem diese Thematik eingeführt wurde, ist es noch schlimmer mit den Preisen. Okay, die 10K-Preise sind nicht mehr so häufig, aber das ist genauso wie vorher eigentlich, hat sich unverändert. Aber das andere ist, ja, Eskalation pur. Da, ich doch, da wird gespendet, ne? Da sitzt das Geld, was sagst du da? Also bei den Ziegen würde ich schon ganz gerne auch so ein bisschen Gebirge machen. Weil ich glaube, es steht zwar nicht im Steckbrief, weil Hausziege ist bestimmt noch was anderes als normale. So, es gibt bestimmt auch die Gebirgsziege oder irgendwie sowas in der Art. Das ist bestimmt ein Unterschied. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die trotzdem auch ganz gerne auf den Hügeln sitzen. Wird zwar nicht angezeigt, glaube ich. Die werden 18 Jahre. Nee, sag ich doch. Nix. Frankreich, Italien, Schweiz. Okay. Aber ich glaube, das wäre ganz nett, wenn wir da so ein bisschen Hügeli machen. Hügeli-Düdeli.
Also gehst du bald los? Ab ne Runde twerken. Ich muss was zu trinken holen. Weißt du, was ich hier? Ich sitze hier immer noch im Pyjama. Scheiß drauf. Ich habe auch kein Energy mehr. Jetzt ist er komplett alle. Es wird ja auch Zeit. Und ohne BH. Wen juckt's? Oh ja, müssen wir auch schnell die Tickets erhöhen. Das hab ich aus dem Augenwinkel gesehen. Wieso Sussex-Huhn? Wir brauchen die Hausziege. Sussex-Huhn war vorher. Ja, Kiriki. Sollten wir doch mehr aufstellen, oder was? Leo Maschu? Von denen hier. Gerade am Anfang. Scheinbar. Machen wir zwei. Ist ja nicht so schlimm. Ach, das Schwein hatte Nachwuchs. Na toll, jetzt schneit es schon wieder. Verstörende Geräusche, echt. Ah. Ich brauche gar nicht zu gucken. Das passt ja sehr gut. Immer noch? Ja, soll ich nochmal erhöhen? Dann kann ich ja da auf jeden Fall, wird ein Goldenes mit dabei sein, da bin ich mir ziemlich sicher. So, wie sieht's hier aus? Müssen wir darauf achten, dass wenn sie wieder schwanger ist, dass wir da wieder rausschmeißen. Vor allen Dingen, wie ich gerade sehe, ist er ja jünger, ne? Ja, er ist jünger als sie. Das ist natürlich problematisch. Aber wir kriegen ja immer noch keinen Esel ran an der Meter. Was mal interessant wäre, wenn man den amerikanischen mit den Somali... Was soll das? Ach, schon wieder er hier. Also der muss das Spiel echt hardcore suchten und hardcore Scheiße machen. Das ist ja unfassbar. Wirklich. Wofür 1000? Die kann ich auch genauso so kaufen. Passt ihnen nicht. So frech ist das also wirklich. So, bei den Hühnern muss ich jetzt nur wieder gelegentlich reinschauen, ne? Wenn die so zu viel rumpoppen. Das ist schwierig, ne? Ist gutes Wetter, Dennis. Du solltest rausgehen, auf jeden Fall, wenn dir so langweilig ist. Aber die Geschirrspülmaschine auf jeden Fall anmachen. Letztes Mal habe ich den Propeller, den habe ich blockiert und dadurch ist die Hälfte sauber geworden. Super geil. Die haben so viele Weiber drin, Alter. Ich sollte alle noch rausschmeißen. Ich sollte wirklich mal ein bisschen aussortieren. Wir haben jetzt ja den ganzen Nachwuchs hier drin. Ja, scheiß drauf, wir sortieren jetzt aus, weil guck mal, wie viel Nachwuchs hier nochmal nachkommt. Ah, dann haben wir gleich das Problem wie vorhin. Achso, nur die Männer. Wir schmeißen die Männer raus und die älteren Weiber auf jeden Fall, weil das ist zu viel. Ich sag ja, da musst du jetzt echt öfters mal nachgucken, ne? Weil das ist hier zu viel los, eindeutig, an Hühnern. Ja, der ist komischerweise jetzt kein aus. Wir können ja einen männlichen drin lassen. Das wird hier rausgeschmissen, eindeutig, ja. Das ist zu viel, das ist eindeutig zu viel. Carmen, du auch. Du bist auch zu viel. Es rutscht ja nach. Alter, was da jetzt am Baby schon wieder alles drin ist. Boah, das ist ja eine Maschinerie da drin. Man müsste es ja sogar fast schon alles... so machen, dass man die alle sterilisiert oder so. Einer davon war noch schwanger. Das ist eine Lüge.
Guck mal, das gibt's noch. Warum kann man das dann nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Das ist nicht nett. Das ist einfach zu viele. Das Huhn, ne? Helfen wir aus dem Tierflieger? Ja, habe ich doch gemacht. Wieso, das meine ich? Jetzt werden die auch schon wieder erwachsen. Ich sollte alle sterilisieren, Alter. Das ist nicht normal. Sauberkeit, ja, wie wäre es mal mit dem Typ hier? Ich brauche ja schon fast. Ich muss noch mehr erledigen hier. Ist zu viel. Ist zu viel, eindeutig. Warte mal, wir haben 1, 2, 3. Ich glaube, ich lasse mal so 4 Weiber drin. Oder, achso, die Babys sind ja auch gerade alle erwachsen geworden, ne? Den schmeiße ich auch drin. Nee, ich schmeiße alle Älteren raus. Ist zu viel. Das Futter vor allen Dingen. Warum kann man die nicht? Weil sie hungrig ist? Zu viele Männer. Alles raus da. Ich will ja nichts sagen, aber guck dir mal die ganzen Babys an. Eigentlich kann ich alle rausschmeißen. Das ist viel zu viel. Das ist mir aber auch, glaube ich, auf Dauer zu stressig, ne? Das Problem ist, du kannst die wieder nicht sterilisieren, weil die sterben ja so schon so schnell. Das heißt, die reproduzieren sich dann ja nicht wieder. Das ist dann auch Kacke. Warum kann ich die hier nicht verkaufen? Verstehe ich nicht. Aber so ja, ich hab's verstanden. So ist das Problem auch, dass dann natürlich der Dreck entsteht, ne? Ja, ich hab's schon verstanden, aber warum? Gott sagen, läuft mein Stream auch nicht mehr? Doch, der läuft noch. Okay. Bauen wir doch kein Ziegengehege mehr. Wenn wir gleich wieder online sind, können wir wenigstens nochmal ins Lager gehen. Das wäre schon mal so, ne? Aber da mit den Hühnern, da muss ich mir vielleicht nochmal irgendwas überlegen. Vielleicht mache ich das tatsächlich so. Also wenn das Gehege, ich hätte eine Idee, ja. Aber das bringt trotzdem nichts, ne. Ich könnte jetzt ja sagen, ich mache so ein Gehege nur mit weiblichen Hühnern und ein Gehege nur mit männlichen geht ja auch wieder nicht, weil sie sich dann ständig bekriegen. Also es ist, und der Nachwuchs ist dann auch nicht gewährt. Aber es ist die Frage, es ist so ganz lustig für die Gäste, glaube ich, auf jeden Fall, wenn so viele Hühner im Gehege drin sind. Aber es ist natürlich stressig für mich jedes Mal, ne. Das ist Kacke. Weil da kommen wir ja gar nicht hinterher. Das ist viel zu viel. So, was ist jetzt mit? Jetzt bin ich wieder online, ne? Danke. Ich würde trotzdem sagen, dass wir dieses Mal weitermachen, weil das ist, ich komme sonst wieder hier nicht weg. Ich kenne es doch. Also im Barnyard Zoo. Ja. Es passiert gerade gar nichts, ist gut. Meine Internetverbindung ist in Ordnung, ne? So ist es nicht.
funktioniert alles. Also ich weiß nicht, was das Update jetzt beinhaltet hat. Ne? Wir hatten, also ich habe es heute gesehen. Gestern hatten wir Planet Zoo gespielt. Da war kein Update. Heute ist Montag, vielleicht weil Anfang der Woche. Aber generell weiß ich nicht, was das für ein großes Update war. Also glaube ich keins, weil 1.7 Barnyard Animal Free Park, das ist schon länger her, das kleine Update, oder? Nee, 30. April. Ja. Irgendwie will es auch gerade nicht schließen. Ja, okay, gut. Dann sagt es mir, dass wir jetzt an dieser Stelle aufhören. Schade. Aber ja, so ist es. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Mal schauen, ob Freitag bestimmt oder vielleicht Samstag. Ich werde die Woche keine Zeit mehr haben und ja, ich hoffe, dass ich dann mal wieder ein bisschen für euch da sein kann. Und vielleicht, wenn es das Wetter gut meint, machen wir auf jeden Fall, weil ich will jetzt wieder mehr draußen machen. Das letzte Mal hat sehr viel Spaß gemacht mit dem Livestream draußen. Gerade wenn viel Action draußen ist und viel zu sehen ist, dann macht es erst recht Spaß, einen IRL-Stream zu machen. Allerdings, ich weiß noch nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, dass am Hafengeburtstag ist am Samstag auch durch Massenpanik halt ein Polizeieinsatz gewesen. Wir waren ja am Donnerstag da. Und das ist natürlich sehr ungeil, ne? Also ich möchte natürlich bei diesen Menschenmengen möchte ich auch keinen IRL-Stream machen, ganz ehrlich. Das ist mir dann auch zu viel von der Menschenmenge. Das Spiel hat sich irgendwie aufgehängt, das ist auch geil. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Daten verloren gegangen sind. Naja, auf jeden Fall möchte ich, aber ich habe schon Ideen. Also was einen IRL-Stream betrifft, in Hamburg ist immer sehr viel möglich. Da können wir auf jeden Fall nächstes Mal weitergehen. Also wünsche ich noch erstmal eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.